Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Flinken Pfotenschule. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und gleich zu Beginn wollen wir anfangen mit den alternativen Griffen zu den bereits bekannten Tönen. Ich habe ja schon mal so im Kommentar, glaube ich, erwähnt, dass es noch Alternativen gibt und die möchte ich heute mal zeigen. Aber bevor wir anfangen, ist es mir beim Durchgucken der Videos bzw. der Tabulatoren aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ja, Schande auf mein Haupt. Ich weiß nicht genau, wie es mir passieren konnte. Wahrscheinlich Unachtsamkeit. Was anderes kann es nicht sein. Jedenfalls, das tiefe F wird nicht so gegriffen, wie es in den Tabulatoren steht. Es tut mir wirklich von Herzen leid. Wenn ihr genau hingeguckt habt, ich habe es immer richtig vorgespielt, aber es ist mir wirklich nicht aufgefallen. So. Ich möchte erstmal ganz kurz zeigen, wie das tiefe F nun eigentlich richtig gespielt wird. Es ist natürlich nicht diese Taste, sondern die hier. Und das gleiche gilt auch, weil ich da natürlich den Tabulator rausgezogen habe, für das hohe C. Das hohe C ist nicht hier mit der Duodezimklappe, nicht dieser Griff, sondern der hier. Wirklich, es tut mir leid. Ich weiß es nicht, wie ich das sehen könnte. Gut. In den folgenden Tabulatoren werde ich das auf jeden Fall beachten, dass ich den nicht mehr benutze und dafür einen anderen zeichne. Ist jetzt auch schon gemacht. Und bei den Videos, die bisher raus sind, ich gucke, wie ich das ändern kann. Es betrifft jetzt auch nur die Böhm-Klarinette, also nur ist gut, mehrere Videos. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie noch rein bearbeiten kann oder ob man da jetzt ein Vermerk machen kann. Vielleicht lade ich auch die Videos nochmal komplett neu hoch und die alten lösche ich dann dazu. Ich muss es mir nochmal genau angucken, was ich da für Möglichkeiten habe. Und dann wird sich das zeigen, was passiert. Auf jeden Fall, falls ihr falsch gelernt habt, es tut mir wirklich leid. Ihr müsst das jetzt richtig machen und ja, schauen wir mal. Gut, kommen wir nun zu den neuen Alternativen. Und zwar, wir haben das tiefe E. Das tiefe E wird so gegriffen. Ich spiele es mal kurz vor. Okay, so viel ist klar. Und alternativ dazu gibt es den Griff mit dem linken kleinen Finger. So, jetzt können wir mal kurz probieren, ob es im Wechsel wirklich der gleiche Ton ist. Zum tiefen F. Ja, das tiefe F spielen wir mal kurz. Und der alternative Griff ist mit dem rechten kleinen Finger. Und zwar dem hier. So, spiele ich auch mal. Und jetzt probieren wir es wieder im Wechsel. Und jetzt zu den hohen Tönen im Klarinettenregister, das hohe H. Das hohe H wird einfach nur wie das tiefe E gegriffen mit der Duodezimklappe dazu. Und das machen wir jetzt mal. Gut. Und jetzt wieder, auch wie beim tiefen E, der alternative Griff mit dem linken kleinen Finger. Jetzt im Wechsel. Okay, ihr dürftet keinen Unterschied hören. Und jetzt kommen wir zum hohen C, das hohe C, wie gesagt hier. Spielen wir mal. Und jetzt der Alternativgriff mit dem rechten kleinen Finger. Jetzt wieder im Wechsel. Gut, das war auch eigentlich der Inhalt der heutigen Stunde. Und weitere Alternativgriffe gibt es natürlich auch noch für andere Noten. Da kommen wir aber später dazu. Und ja, ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss!